Guten Morgen, Supertruck. Was war das? Warum sind drei Tiger in der Stadt? Schnell, Supertruck, bevor die Brücke hochfährt. Sieh nur, die Tiger haben sich aufgeteilt. Du verwandelst dich besser und hilfst Gary. Natürlich! Als Helikopter kannst du über den Kanal drüber fliegen. In diese Richtung ist Gary vor dem Tiger geflohen. Schau, da sind sie! Keine Sorge, Gary. Supertruck ist unterwegs. Supertruck zur Rettung! Ich glaube, du hast den Tiger davongejagt. Oh nein, der Tiger ist in den Kanal gefallen. Du musst ihm helfen. Oh nein, der Tiger wird ertrinken. Perfekt, jetzt lass ihn uns aus dem Kanal holen. Du bringst den Tiger besser in den Wald. Dort ist er sicher. Nun, sieht so aus, als wäre ein Tiger gerettet. Fehlen noch zwei. Schauen wir mal, ob du die anderen zwei Tiger finden kannst. Schau da! Er hat auch Angst vor dir. Supertruck, hilf ihm! Oh nein, er ist hingefallen! Gut gemacht, Supertruck! Du hast es geschafft. Lass ihn uns zu seinem Freund in den Wald bringen. Fehlt nur noch ein Tiger. Schau mal, Supertruck. Es ist der letzte Tiger. Alle Tiger haben Angst vor dir, Supertruck. Er ist im Tunnel und will da nicht rauskommen. Du musst ihn da rausbringen. Aber wie? Sieht aus, als hast du eine Idee, Supertruck. Was hast du damit vor? Verstehe ich nicht. Okay, jetzt verstehe ich's. Der Tiger wird dem Lichtpunkt hinterherjagen. Was für eine großartige Idee. Aha. Perfekt, du hast es geschafft. Du bist so schlau, Supertruck. Und jetzt wird es Zeit, den Tiger zurück in den Wald zu bringen. Gute Arbeit, Supertruck. Sie sind alle wieder vereint. Tschüss, Tiger. Wow, seht euch nur den vielen Verkehr in Car City an. Das müssen diese Straßenarbeiten sein, die alle aufhalten. Hey, hier ist Frank das Feuerwehrauto mit seinem Sohn Chili. Sieht aus, als hätten sie es eilig, irgendwo hinzukommen. Hey! Wie gut, dass sich Frank in Car City so gut auskennt. Vielleicht findet er einen Weg um die Straßenbauarbeiten herum. Oder vielleicht auch nicht. Ihr zwei habt heute kein Glück, was? Wo wollt ihr überhaupt hin? Ihr fahrt auf einen Schulausflug? Vielleicht kann euch Supertruck dabei helfen, um die ganzen Straßenarbeiten herumzufahren. Hey. Gott sei Dank bist du hier, Carl. In ganz Car City sind Straßenbauarbeiten. Aber der kleine Chili muss zur Schule.
Schnell, bevor er seinen Schulausflug verpasst. Glaubst du, Supertruck könnte ihnen helfen? Wirst du dich verwandeln, Supertruck? Seht, wie er loslegt. Da sind sie, Supertruck. Das wird ein riesiger Sprung. Supertruck eilt zur Rettung. Wie kannst du ihnen helfen, zur Schule zu kommen, Supertruck? Oh, Sprungräder, um über den Verkehr zu springen. Gute Idee, Supertruck. Probiert sie an. Keine Sorge, das wird schon, Frank. Lasst uns jetzt zur Schule hüpfen. Da ist eine Menge zum Drüberspringen. Aber nichts, mit dem Supertruck nicht klarkommt. Sieht aus, als würde es Frank am Ende doch Spaß machen. Gerade noch rechtzeitig. Gut gemacht, Supertruck. Viel Spaß bei deinem Schulausflug. Danke für alles, Supertruck. Wärst du nicht gewesen, hätte Franks Sohn seinen Schulausflug verpasst. Habt einen schönen Tag, ihr zwei, und bis zum nächsten Mal. Wow, das war ziemlich abgefahren, Karl. Oh, hört sich an, als gäbe es was zu tun. Jemand hat die Schokoladenlieferung von Carrie gestohlen? Gary hat sie gestohlen, aber er ist doch ein guter Junge. Anscheinend kann Mathilda ihn nicht fangen. Du hilfst dir besser. Thank you.
wirklich in ein Polizeiauto verwandeln? Das hilft bei den Ermittlungen. Wo hast du die Schokolade versteckt? Du hast sie nicht gestohlen? Aber wer dann? Jerry! Natürlich! Sieht aus, als wäre er davongekommen. Raffiniert. Stimmt, er versperrt euch ständig den Weg. Ihr wollt es genauso machen? Boxen? Das verstehe ich nicht. Ah, ich verstehe. Die tiefen Frequenzen verursachen einen Steinschlag. Jerry, du bist festgenommen. Jerry, das ist die Strafe fürs Stehlen der Schokolade. Stimmt, eine wirklich köstliche Bestrafung. Genießt eure Shakes, Jungs. Das Rennen beginnt. Auf die Plätze. Fertig. Los! Jemand braucht deine Hilfe, Karl. Du fährst besser gleich nach Hause. Es ist Lilly, der Schulbus. Sie ist auf dem Spielplatz mit ein paar Kindern. Eines der Kinder hat Probleme im Bällebad. Und sieh nur, da ist noch eins der Kinder auf dem Sprungbrett. Yikes, er wäre fast runtergefallen. Glaubst du, du kannst helfen, Karl? Super, lass uns gehen. Keine Sorge, Lilly. Supertruck ist hier, um zu helfen. Was um Himmels Willen ist das? Aha, da liegt das Problem. Dieser klebrige Schlamassel ist Kaugummi.
Oh oh, der Kleine auf dem Sprungbrett wird nervös. Aha. Unternimm etwas, Supertruck. Kannst du dich verwandeln? Ja, jeder. Mann am Meier. Super Müllwagen? Gute Idee! Schnell, Super Müllwagen! Saug ein paar Bälle von ihm runter, bevor er verschwindet! Phew, du hättest ihn fast verloren! Eines der Kinder hätten wir schon mal sicher am Boden. Jetzt müssen wir das auf dem Sprungbrett retten. Oh nein, die Kleine auf dem Sprungbrett will runterhüpfen. Schau dir das Bällebad an, Supermüllwagen. Es sind zu wenig Bälle, um den Sprung abzufangen. Ja. Unternimm etwas. Wada. Oh nein, spring nicht. Es sind nicht genügend Bälle. Spring nicht, Kleine. Unternimm etwas, schnell. Du hast es geschafft, Supermüllwagen. Du hast den Tag gerettet, Supertruck. Und die Kinder wollen dir als Dankeschön einen der Bälle aus dem Bällebad geben. Mathilda und Karl üben heute eine Verfolgungsjagd. Und Jerry spielt den Verdächtigen. Erwischt! Super gemacht, Team! Es ist das Signal, Karl! Ben hat ein großes Unordnungsproblem. Er hat die Pancake-Party vorbereitet, als Babs aus Versehen alle Konfettikanonen abgefeuert hat. Die Farm muss schnell wieder sauber gemacht werden. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen etwas, das viel schneller sauber macht. Interessant. Okay, verwandeln wir uns. Häng den Wagen an und folge Supertruck. Mhm.
Klasse Teamwork, Leute. Babs hilft auch mit. Oh nein, es wird so schwer. Ach du meine Güte, die Heliumflasche gerät außer Kontrolle. Ben könnte verletzt werden. Supertruck, unternimm etwas, schnell. Ja, wir müssen das extra Gewicht wieder runternehmen. Supertruck, du musst die verrückte Heliumflasche wieder unter Kontrolle bringen. Halt sie ganz ruhig. Ja! Drei, zwei, eins. Fröhlichen Pancake-Abend. Marley und Carl sind heute Stunt-Cars. High-Five redlich verdient. Ihr könnt später weiter üben, Marley. Die Stadt hat auf einmal einen Stromausfall. Die ganze Stadt hat keinen Strom. Carl, du musst unsere Stadt retten. Supertruck fragt, ob es noch einen anderen Weg gibt, wie wir Strom erzeugen könnten. Dane sagt, es gibt vielleicht einen Weg. Windräder, die die Energiekanister wieder aufladen können? Das ist es! Aber heute weht kein Wind. Du hast eine Idee, Supertruck? Superzug? Wow, das ist so cool! Interessante Erfindung, Supertruck. Du bringst das Windrad also zum Drehen, indem du Fahrt aufnimmst und deinen eigenen Wind erzeugst? Das ist genial! Es funktioniert! Oh nein, es hat so gut funktioniert. Versuch's nochmal, Supertruck. Mach weiter, Supertruck. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, wir müssen die Autos davon abhalten, dich zu unterbrechen.
Der ST3000? Hey. Na klar! Ha. Die Soundanlage? Klasse! Passt auf! Mach weiter, Supertruck! Es ist fast voll! Ja, es ist voll! Hurra! Supertruck hat alle Energiezellen in Car City geladen. Hurra! Was für ein fantastischer Tag!